So, da bin ich wieder. Der war männlich. Diesmal eine echte. Das sagt nur zu den guten Stellen in der Ecke, das findet man nicht. Nur die guten Stellen für die guten Freunde. Wie immer. Ich hab gesagt, hier findet man 10 Gramm Nuggets, nix. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ist auch wieder Grundgestein. Gestern waren wir ja da oben. Und heute sind wir hier unten. Heute habe ich nur. Stelle natürlich wieder. Heute habe ich nur den kleinen Eimer mit, weil den großen hatte ich jetzt keinen Bock zu schleppen. Und er reicht für hier vollkommen. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeug rausgeholt aus meinem Loch. Und da liegt das Gold sogar schon drauf. Geil. So, ich habe wieder eine Pfanne ausgewaschen. Ich habe hier noch ein bisschen Material drin. Ist wieder eine gute Pfanne. Schöne große Stückchen. Und an den Schatten kann man richtig gut erkennen, dass es nicht so platt ist, sondern schon ein bisschen Konsistenz hat. Können wir zu meinem Loch gehen. Das jetzt mittlerweile hat sich gar nicht so viel getan, von der Größe her muss ich sagen. Und ja, das ist mein Loch bisher. Nicht sehr riesig. Ich habe jetzt eine gute halbe, dreiviertel Pfanne gewaschen. Das sieht doch bisher schon mal sehr gut aus. Ich habe jetzt hier noch ungefähr eine halbe Pfanne drin. Die zeige ich euch gleich. Die wasche ich jetzt auch kurz aus und dann geht es weiter. Die zweite Pfanne ist durch. Diesmal war es nicht so viel. Aber ich hoffe ja auf was Größeres. Hoffen wir mal, dass hier noch mehr Klicker drin sind. Das wäre natürlich wundervoll. So. Erste Pfanne. So. Das ist eine Brühe. Dann hoffen wir mal, dass hier noch mehr Nuggets drin sind. Das wäre ja mal mega geil. Aber auf jeden Fall ist das Material auch von dort, wo ich gerade das Mini-Nugget her habe. Von daher stehen die Chancen ja hoffentlich ganz gut. Die Sonne brät uns hier schon wieder richtig durch heute. Aber besser so als frieren, ne? Ich kremme was nicht. Leider nicht, ne? So, zeige ich euch mal die Pfanne. Ein bisschen was ist wieder drin. Es wird auf jeden Fall mehr. Und ich zeige euch mal jetzt eine Pfanne,
hier sehr gut aus. So, da sind wir wieder bei meinem Loch. Ich finde ja zurzeit ganz gut. Und ich tippe, dass das aus dieser Ritze kommt, weil hier unten nämlich noch ein großes Stück Kies liegt. Und ich tippe, dass das so reingerutscht ist, entgegen der Flussrichtung, und da nicht mehr weg kann. Da werde ich jetzt mal reingehen und mal gucken, ob da noch was Schönes auf uns wartet. Ah, und diesen Bach ist echt schwierig. Er hat schönes Gold, aber an vielen Stellen ist halt quasi fast nichts. Da hast du zwei, drei Pünktchen und mehr nicht. Ich habe heute Glück. Ich habe scheinbar heute eine Stelle gefunden, wo immer wieder Gold kommt, was mich natürlich richtig freut. Lukas hat es heute ein bisschen schwerer. Er macht jetzt, glaube ich, schon das vierte Loch auf. Er findet auch Gold, aber halt nicht so viel, leider. Ich wasche mal jetzt schön den Lehm ab, der da dran hängt. Da sitzt das Gold drin. Und man kann das Grundgestein hier, wie gesagt, super einfach rausholen. Das ist echt top. Hat man auch selten, sag ich mal. Meistens ist das Grundgestein so verbacken, dass man es gar nicht rauskriegt. Aber hier ist es schön locker drin. Ja, Scheiße hier! So, wir sind fertig mit Waschen. Wir haben wahrscheinlich den Sonnenbrand unseres Lebens. Wir sind froh, dass die Sonne endlich weg ist, aber jetzt sind wir auch echt im Arsch. Ich zeige euch mal meine letzte... Das habe ich gerade noch gefunden und das sauge ich jetzt noch auf. Und das Gesamtergebnis zeige ich euch dann zu Hause in der Pfanne beim Trocknen. Das ist Gold von heute. Das ist das Gesamtergebnis. Einige schöne Stücke dabei, nicht nur Kleinkrams. Ne, also, und vor allen Dingen sind nicht nur Plättchen. Echt ein toller Tag gewesen.